Guten Morgen. Ich liebe es, hier im Urlaub früh aufzustehen und den Morgen zu genießen, ganz für mich allein. Es ist alles so schön ruhig, außer die Tiere zwitschern. Und hier im Osten geht die Sonne auf. Herrlich. Ja, der nächste wundervolle Tag bricht an. Heute will ich zur afrikanischen Schule, weshalb ich eigentlich hergefahren bin, gehen. Und ja, sie werden sehr überrascht sein, denn sie wissen gar nicht, dass ich komme. Ich weiß nicht, inwieweit ich euch mitnehmen kann, aber ein paar Fotos werden wohl drin sein. So, jetzt nehme ich euch heute zum Frühstück mit und zeige euch mal, was ich jeden Morgen Leckeres zum Essen bekomme. Also es gibt hier morgens Kaffee. Der schmeckt richtig gut. Das ist aber löslicher Kaffee. Aber mir schmeckt er. Dann gibt es jeden Morgen eine Obstplatte. Wenn man keinen Kaffee mag, kann man sich auch Tee aussuchen. Es gibt verschiedene Sorten zur Auswahl. So, als zweiten Gang gibt es dann Ei. Das kann man sich aussuchen, wie man es haben will. Gerührt, gebraten, Spiegelei, Rührei, gekocht. Und Pancakes, Brötchen, Buttermarmelade und Toast. Dazu kommt dann immer noch ein selbstgemachter Orangensaft und natürlich Milch für den Kaffee. Da habe ich meine Lieblingsputzfrau wieder entdeckt und die kriegt jetzt eine Tüte voll für ihre Kinder. Und zwar sind das Stifte, Zahnbürste, ein paar Kleinigkeiten zum Spielen, ein Block. Ja, mal sehen, ob sie sich freut. Toto. Sie darf das natürlich nicht annehmen, darum müsste es richtig schnell gehen und so ein bisschen heimlich, bevor der Boss das sieht. So, heute muss ich mich vernünftig kleiden, Schultern bedeckt, Hose etwas länger, denn ich gehe an die Schule und dort gibt es gewisse Kleidungsvorschriften. Die Kinder haben eine Schuluniform, die Köpfe sind bedeckt und ja, da muss man ein Vorbild sein. Fertig, der Rucksack ist gepackt. Ich habe jetzt noch nicht alles mitgenommen, weil ich nicht weiß, was sie brauchen. Ich gehe noch an andere Einrichtungen. Ich will fragen, weil es ist einfach hier auch kurz um die Ecke. Da kann ich nochmal hingehen. Ich will fragen, was sie brauchen und dann kann ich es holen. Es ist ein normaler Wochentag. Da ist hier gleich mal nicht ganz so viel los wie an den Osterwochenendtagen. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Schule. Das ist schon die Straße hier. So, jetzt gehe ich hier an einer Koranschule vorbei. Ich glaube, ihr werdet es hören. So, da bin ich jetzt angekommen. Ich höre die Kinder schon rufen. Das ist die Mama Kiba-Schule, nennt sie sich. Wir haben ein neues Haus gebaut. Es hat zwar noch kein richtiges Dach, aber da ist der Kindergarten und hier sind die Schulräume. So, ich war jetzt da, habe ein kurzes Gespräch geführt. Er hat gesagt, er würde alles nehmen, was ich habe. Aber ich will ja auch noch ins Kinderheim, also ich nehme jetzt nur ein paar Sachen mit. So, ich bringe die erste Fuhre der Spenden. Also Rucksack und noch ein Rucksack. Jetzt zur Schule. Wollt ihr das gut nehmen, Masu? Was gut nehmt ihr? Wollt ihr das was gut? Say hello. Hello. Say hello. 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 Die Kinder sind 3 bis 5 Jahre alt. Good morning. How are you? Are you good? Yes, I'm good. Are you good? Yes. Are you fine? Yes, I'm fine. Are you fine? Yes, I'm fine. Fly, fly, fly. I wash my teeth. I wash my face.
Die Kinder bekommen Hausaufgaben, lesen und schreiben. Homework, read and number. Es ist Pause hier, alle Kinder schwirren hier rum. Und wenn ich die Kamera anmache, dann sind sie alle weg. Das ist das Lehrerzimmer und Direktorzimmer. Good morning, students. Good morning. I want to say my story, but it's funny. One day, I was going to that town. I see the cat. He take fish and run. And the person say, give back my fish. You take my fish, I will kill you. And the cat say, never catch me. I am superhero. And I am going. I say, don't worry, I will give you new fish. And I go home. After I go home, I see mother cooking pilau. And I take little pilau and I see meat. I see and I take and meat. I go in slowly. And mother look me and beat me. And I go to tell father. And father give me money. And I go to buy another meat and I bring back. Thank you, I done. Touch your nose. One little finger. One little finger. One little finger. Tap, tap, tap. Put your finger up. Put your finger down. Touch your ears. Yes, yes. Yes, dear mommy. How do you say your name? Ma. Okay, you're going to stand up. You talk, you know, nice? Ma. Okay. Yes, who can try to define or give us the meaning of the word ma? Who can try? Yeah, stand up. Ma. Yes? Is a paper or anything to show a direction. A paper or anything which shows a direction. Okay? Yes. Right. Another one. Yes. A map is anything which shows a direction. Hello. My name is Sharon. My father name is Sebastian. My mother name is Neema. I have 10 years old. I am in A standard 4. I love my school. I love and my teacher. I love and my friends. Thank you. Thank you. What's your name? What is your name? My name is Zama. What is your name? My name is Zama. What is your father's name? Ah!
ist Kindergarten. Die Kinder sind 3 bis 5 Jahre alt. Hello, my name is Musa. I live in Fujian. I am class 2. I live in Nungu. I am 9 years old. So. Where's the teacher? Hello, super teacher. You are the teacher. Teacher. Yes. Yes. Okay. Teacher for science is absent. I'm teaching Swahili. Okay. Jetzt wird Swahili unterrichtet hier, weil der andere Lehrer nicht da ist heute. Die Kinder sind alle sehr aufgeregt. Die gucken hier durchs Fenster. Und die anderen sind ganz leise. Where do you come from? Ghana. Ah. You live in Lumpi? Yes. Jetzt ist Pause. Alle dürfen essen. My name is Fahmi. My name is Fahmi. I live in Nungui. My mother's name is Wanu. My father's name is Saidi. I like my name preferred food is biryani. My preferred subject is math and science. I like to play basketball and Mickey Mouse. I'm done.
Wird sich gerade gestritten um die Sachen, die ich mitgebracht habe. Rainy season.